Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute geht es um das Thema Nice Guys und warum Frauen Nice Guys so gar nicht leiden können. Also, eine Frage, die ich immer wieder bekomme von Coaching-Teilnehmern, von euch, warum mögen Frauen Nice Guys nicht? Und um das zu verstehen, müssen wir erstmal eine Abgrenzung machen, denn ansonsten ist das schwer zu verstehen. Nice Guys. Das Problem mit diesem Begriff ist, dass manche Leute denken, okay, Nice Guys sind nicht der Weg, dann werde ich jetzt ein Arschloch, also die Frau nett behandeln ist nicht der Weg, deswegen werde ich ein Arschloch, behandle sie schlecht und dann funktioniert. Und dann, also ja, es gibt auch ein paar Frauen, bei denen funktioniert es, wenn man sie schlecht behandelt, aber das ist halt nicht der Weg, den du auf Dauer gehen willst. Frag dich selbst, willst du auf Dauer einfach, ja, Leute, die bereits verwundet sind, verletzt sind, Frauen, die bereits verwundet, verletzt sind, einfach noch tiefer in diesem Weg treiben? Oder willst du halt einfach gesunde Beziehungen haben zu gesunden Frauen und auch selbst gesund sein in deinem Leben unterwegs? Ne? Ganz klare Sache, denke ich. Da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Also, Nice Guys. Es ist kein Problem, nett zu einer Frau zu sein, denn das sagt ja der Begriff nice, nett. Nett sein ist nicht das Problem. Du darfst gerne zu einer Frau nett sein. Nice Guys bedeutet etwas anderes. Das bedeutet nicht, dass die Männer nett sind, sondern Nice Guys bedeutet, dass die Männer ihre Meinung der Frau anpassen. Nice Guys bedeutet, der Mann ist bereit, so ziemlich alles aufzugeben für die Frau. Das ist die korrekte Definition von Nice Guy. Ein Nice Guy ist jemand, der sich selbst aufgibt für die Frau, der seinen Standpunkt aufgibt für die Frau, der seine Meinungen aufgibt für die Frau, der alles macht, um es der Frau recht zu machen. Und es hat nichts mit Nettsein zu tun, sondern das ist einfach Selbstaufgabe. Und das ist das, was die Frauen so überhaupt nicht abkönnen. Warum können die Frauen das überhaupt nicht ab? Warum können die Frauen nicht mit Nice Guys arbeiten? Eine Frau braucht, und das hast du bestimmt schon mal gehört, man kennt diesen Spruch auch in der Gesellschaft, einen Mann, einen Fels in der Brandung, jemanden, an dem man sich anlehnen kann. Ich kann mich an seine starke Schulter anlehnen, so sagt man. Und das sind zwar nur Floskeln, Metaphern, aber die spiegeln ziemlich genau das wider, was die Frau tatsächlich an einem Mann sucht. Und das Witzige ist, das sucht die Frau nicht nur in einem Mann, mit dem sie zusammen ist, sondern das sucht die Frau auch in einem Mann, mit dem sie schläft. Denn auch wenn sie nur mit diesem Mann schlafen will, ist es sehr anziehend, wenn er diese "Ich kann mich an ihn anlehnen, er ist ein starker Mann" Eigenschaften hat. Der Nice Guy ist witzigerweise das genaue Gegenteil davon, was die Frau sucht. Denn, und das ist, glaube ich, auch sehr leicht verständlich, wenn du dich als Mann bei jedem kleinen Gegenwind der Frau, bei jeder kleinen Sache, die vielleicht der Frau auch nicht gefällt, sofort, wenn du sofort umkippst, wenn du bist wie ein Blatt im Wind, dann ist es natürlich klar, dass die Frau merkt, okay, an diesem Mann kann ich mich tatsächlich nicht anlehnen, der kann nicht mein Fels in der Brandung sein, denn wenn eine kleine Welle kommt, dann kippt er schon um. Ja, du kannst dir das wirklich metaphorisch genauso vorstellen, das trifft es nämlich einfach ziemlich gut, ne? Du bist der Fels in der Brandung, hohe Wellen kommen und die hohe Wellen, das ist die Frau. Das ist die Frau mit ihren emotionalen Stürmen, das ist die Frau mit ihren Tests. Wenn sie testet, bist du der starke Mann, bist du es. Ne? Das ist die Frau, die Wellen. Und die prallen immer wieder gegen dich, diesen Felsen. Und wenn du einfach ein Felsen bist, der sich anpasst, na, der das macht, was die Frau will, dann bist du halt kein starker Felsen, sondern ein Felsen, der einfach umkippt, wie ein Blatt im Wind, um sich das so vorzustellen. Das heißt, das ist das eigentliche Problem mit Nice Guys. Die Frau merkt, verdammt, an diesem Mann kann ich mich nicht anlehnen, denn ich kann ihn unglaublich schnell beeinflussen. Das heißt, eine Frau möchte spüren, dass sie den Mann nicht beeinflussen kann. Im Sinne von, ich sage etwas und er macht es sofort. Ich sage nicht, dass du nicht die Meinung einer Frau annehmen kannst, wenn du nach Überlegen herausfindest, okay, sie könnte vielleicht recht haben. Na, wenn die Frau dir irgendwas sagt und du denkst drüber nach und denkst dir, stimmt, da ist eigentlich was dran, dann darfst du natürlich gerne ihre Meinung annehmen. Du darfst dich gerne beeinflussen lassen. Aber dann hast du ja dich beeinflussen lassen, weil du selbst drüber nachgedacht hast. Und nicht, weil du gedacht hast, oh mein Gott, wenn ich jetzt nicht meine Meinung ändere, dann wird sie mich verlassen. Okay, ich bin anderer Meinung. Und das machen viele Männer. Und das machen auch viele Männer auf sehr subtile Art und Weise. Vielleicht denkst du dir gerade so, ah nee, ich mach das nicht, das bin ich nicht. Das ist bei mir gar nicht so. So mache ich das nicht mit Frauen. Aber glaub mir das, viele Männer, die ich kenne, viele Männer, die bei mir im Coaching waren und auch bevor sie mir im Coaching waren, gerade bevor ich die darauf hinweisen konnte, bei denen war es halt einfach so, dass sie das gemacht haben, aber selbst gar nicht wussten, dass sie es machen. Also das kann man, das passiert auf so einer unterschwelligen Ebene, dass, wenn dich dann niemand darauf hinweist, der Ahnung davon hat, es wirklich schwierig ist, diese Dinger zu merken oder dein Verhalten gegenüber Frauen zu merken. Du denkst dir vielleicht, nee, stimmt doch gar nicht, ich mach sowas nicht, machst es aber vielleicht die ganze Zeit. Zu diesem Punkt, du kannst gerne zu mir ins Coaching kommen. Es sind Coachingplätze noch für dieses Jahr frei und neue, die ersten für nächstes Jahr. Bewerben kannst du dich für einen Coachingplatz, erster Link in der Beschreibung.
Also, nice guy sein, das ist das eigentliche Problem damit. Das heißt, nett sein darfst du ruhig. Du musst kein Arschloch sein. Aber du musst für dich einstehen. Du musst als Mann für etwas stehen. Wie der Fels in der Brandung, der steht, der da in dieser Brandung ist und der Brandung standhält. Das ist das Eigentliche, worum es geht. Das ist das, was die Frau sehen will, egal ob sie eine Beziehung haben will oder ob sie nur mit dir schläft. Das ist das, was sie sehen muss. Und das heißt, du musst da bereit sein, Frauen zu verlieren. Und das sind Nice-Guy-Männer nicht. Nice-Guy-Männer möchten, dass alle Frauen sie mögen. Ich will alle Frauen verführen. Das ist dieser große Traum von manchen Männern, der nicht funktionieren kann, außer du passt dich an absolut alles an. Aber dann schwächst du dich innerlich selbst, schwächst du deine Männlichkeit, deine Standhaftigkeit als Mann in dieser Welt, wenn du nicht weißt, wofür stehe ich eigentlich, sondern dich immer nur anpasst daran, was die Frau denn vielleicht gerade von dir braucht. Ne? Gleiches gilt für Freundschaften. Du wirst viele Leute haben, mit denen kommst du vielleicht nicht klar und dann wirst du die Leute haben, mit denen kommst du sehr gut klar. Aber das ist immer noch besser. Besser, du hast hier wirklich ein paar Leute, mit denen du einfach wirklich gut zusammenpasst, als wenn du versuchst, dich an alle anzupassen und es allen recht zu machen. Ich kenne solche Leute und das sind Menschen, du denkst dir so, ja, ich mag die, aber ja, weiß ich auch nicht, das ist jetzt nichts Halbes und nichts Ganzes. So. Du denkst dir so, ja, sind coole Leute, aber du denkst dir auch nicht, boah, mit dem muss ich in den Urlaub fahren oder mit dem will ich für den Rest meines Lebens befreundet sein. Na, das nennt man auch polarisieren, hatten wir schon mal. Polarisieren. Manche mögen dich, manche tun es nicht. Das ist alles, worum es geht bei der ganzen Nice-Guy-Thematik. Deswegen sei gerne nett. Aber deswegen stehen Frauen nicht auf Nice-Guys, weil sie nicht der Fels der Brandung sind. Weil Frauen sich nicht an sie anlehnen können, sondern sie einfach mit einem leichten Windstoß, mit einer kleinen emotionalen Welle direkt umkippen können, beeinflussen können, manipulieren können. Die Männer halten nicht dem Drama des weiblichen Stand. Das ist es, was die Frau von dir sehen muss. Geil, dass du dabei warst. Wir sehen uns übermorgen wieder. Links neben mir abonnierst du den Channel, wenn du es noch nicht gemacht hast. Unter mir bewerbst du dich für ein Coaching, wie gesagt. Und hier geht es zu einem weiterführenden Thema. Schau unbedingt dort vorbei. Das wird dich auch interessieren und deinem Erfolg und Frauen weiterhelfen. Bis übermorgen. Ciao.